Hey Leute, hier ist wieder euer Spectra Wonder Geist. Heute habe ich wieder Post bekommen. Ich habe eine neue Monsterhai-Puppe, nämlich eine von dem Film Goods Rule, der jetzt im Oktober rausgekommen ist. Ich habe mir Frankie ausgesucht. Das ist ihr Karton. Hier oben ist so gestreift. Dann ist das Monsterhai-Logo. Dann ist hier wie so Computeranimation ein Gargoyle auf einem Spind. Dann steht hier Monsterhai, der Totenkopf, Frankie. Hier unten ist Werbung für die DVD. Dann an der Seite ist ein Spind. Auf der Seite ist ein Gargoyle und ein Spind. Und hinten sind die vier Mädchen. Dann steht hier oben auf verschiedenen Sprachen Ghouls Rule und La Fete des Ghouls und Mega Monster Party und ja in verschiedenen Sprachen eben. Hier auf der Seite sind auch ganz verschiedene Sprachen und hier steht in Deutsch: Dieses monsterkrasse Kostüm, das ich im Film trage, ist einfach totschick. Ja, das war die Box. Jetzt kommen wir zu Frankie. Frankie hat eine aufgewirbelte Frisur, so hochgesteckt und auch lockig. Ihr Pony ist auch lockig. Sie hat super schönes Make-up, so türkis, genauso wie ihre Lippen. Dann hat sie auf der Seite hier so blau gesprenkeltes, keine Ahnung, was das sein soll, aber sieht mega geil aus. Dann hat sie hier Mutterohrringe, ganz viele. Dann hat sie eine coole Weste an, so schwarz, mit ganz vielen Ketten drauf. Dann ein türkises Oberteil, das auch ein bisschen durchsichtig ist und auch so Ketten hat, so drauf. Dann ist hier richtig cool gemacht, so wie genäht. Dann sind hier unten sind so Blitze und hier am Rand ist es auch wie genäht. Ja, und ihre Weste oben ist auch das gleiche genähte wie eben ihr Rock. Dann hat sie hier unten eine Leggings drunter unter ihrem längeren Rock, auch mit Muttern. Ihre Schuhe, sie hat schwarze Stiefel. Hier so eine Naht und es sind keine Absätze dieses Mal, so richtig cool. Und und der Pier glitzert, ist richtig schön. Ja, dann hat sie eine Tasche dabei für Süßes oder Saures mit dem Totenkopf und dann ist hier so Nägel. Dann hat sie dabei gehabt einen Trog in Silber und Grün, wie so Blubber. Dann ein blaues Ding, das kann sie in die Hand nehmen. Ich habe aber keine Ahnung, was das sein soll. Wer eine Ahnung hat, bitte erst Kommentare schreiben. Eine Maske und eine Karte, wo Frankie drauf ist. Und hinten drauf noch die anderen vier. Einen Kamm. Und zur Puppe, damit ich auch in Monster-Stimmung bin, habe ich mir noch die DVD bestellt. Die ist richtig cool. Wenn man die aufmacht, kann man rausschieben. Dann ist hier die DVD. Und dann ist hier noch so Werbung für die Monsterhai-Puppen. Die Schule, die bekomme ich vielleicht von meinem Freund zu Weihnachten, hoffentlich. Und dann ist hier für Greater Monster Werbung, für die Kostüme. Ja, und auch andere Sachen. Ja, das war meine Monsterhai-Puppe Frankie Stein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bitte kommentieren, bitte abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Ich danke euch. Bis dann. Ciao.